aber schön hier. Sitzen wir hier, Claire? Ja. Unser Lehrer sitzt auch schon. Guten Morgen, Herr Lehrer. Guten Morgen. Jetzt fängt die Erdkundestunde an. Super. Und vielleicht fangen wir erstmal mit etwas Einfachem an und üben uns dann so rein, okay? Das machen wir. Sehr gute Idee. Vielleicht zeigst du mal, wo die Türkei liegt mit dem kleinen Stab. Also, meine Eltern, die kommen aus der Türkei. Das ist hier. Also mein Wissensstand beim Thema Erdkunde, Grundschule, würde ich ganz solide einschätzen. Was ist die Hauptstadt von Schweiz? Hier ist die Schweiz, ne? Die Hauptstadt ist doch Zürich. Wenn du nicht weiter weißt, kann ich dir auch einen kleinen Tipp geben. Okay. Das Wort ist so ein bisschen ähnlich wie Berlin. Die Hauptstadt ist Bern. Richtig. Ja. Was ist die Hauptstadt von Andorra? Von Andorra? Wo ist noch mal Andorra? Ja, siehst du, das hätte ich jetzt noch mal gestern nachgucken können. Natürlich musste sie manche Sachen auch noch üben. Andorra La Vella ist die Hauptstadt von Andorra. Zack. Richtig. Sehr gut. Bitte wieder auf den Platz, den Stab kannst du mir geben. Super, danke schön. Das lief gut. Bitte dein Heft rausholen. Ja, okay. Ja. Kennst du die Hauptstadt von Ankara? Du meinst... Oh, warte. Kennst du die Hauptstadt genau? Alle. Ja, die kenne ich. Soll ich die aufschreiben? Ja. Okay, die Hauptstadt von der Türkei ist Ankara. Ja, das habe ich verraten, leider. In den Alpen liegt der höchste Berg von Deutschland. Weißt du, wie der heißt? Also du meinst in Deutschland, der höchste Berg ist der Brocken? Nee. Soll ich sagen? Ja, sag mal bitte, Mats. Zugspitze. Das schreiben wir uns auf. Sie hat gut mitgeschrieben, hat sich konzentriert. Ich habe mit ihr die Nachbarländer von Deutschland gelernt. Wieso bekomme ich eigentlich immer diesen kleinen Stab hier? Und du den großen nehmen. Ich nehme den großen. Ich gebe dir aber den Tipp, beim nächsten Mal kannst du auch höflich fragen. Oh. Mats als Lehrer wurde ganz schön streng. Also der hatte echt sein kleines Zepter da in der Hand. Also, dann zeig mal. Hier ist zum Beispiel Dänemark, Polen, dann die Tschechische Republik, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, die Niederlande. Und ein ganz kleines Stückchen auch Luxemburg. Das war eigentlich recht gut. Aber sie sollte noch lernen. So, dann hast du einmal 5 Minuten, um deine Sachen aufzuräumen. Okay. Los geht's. Alles klar. Ich geb Gas. Ordentlich. Der hat schon so eine kleine Autoritätsperson in sich. Also ich konnte mich tatsächlich so in die Schulzeit versetzen. Die Erdkundestunde ist zu Ende. Jetzt geht's in die Pause. Ich lade auf den Kakao ein. Okay. Kakao. Cheers auf unsere erste Stunde. Ihr wart tolle Lehrer. Hat da jemand einen Milch-Kakao-Bar?